Willkommen zum Kampf der Giganten. Heute der große Kampf, die Skibidi Toilets versus die Cameraman. Beide haben unterschiedliche Kräfte, beide stehen auf unterschiedlichen Seiten. Doch nur einer wird von ihnen gewinnen. Wer wird es sein? Schreibt es in die Kommentare, auf welcher Seite ihr seid und genießt diese Episode. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Part zu GTA 5 mit dem Skibidi Toilet und heute in der Episode Skibidi Toilet versus Cameraman. In der letzten Episode ist die Invasion der Skibidi Toilets in Gas Los Santos einfach ausgebrochen. Es gibt immer mehr von denen und sie werden einfach nicht aufgehalten. Aber wir haben natürlich Hilfe bekommen, Leute, und zwar von den lieben Cameramen. Da ist auf jeden Fall einer. Yo, wir haben nicht viel Zeit. Diese Skibidi-Toiletten, wir müssen sie aufhalten. Dafür brauchen wir deine Hilfe. Okay, alles klar. Ich bin auf jeden Fall auf eurer Seite. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, auf welcher Seite seid ihr? Auf der Seite der Skibidi-Toiletten oder auf der Seite der Cameraman? Heute spielen wir auf der Seite der Cameraman, aber im nächsten Video könnten wir auch als Skibidi-Toilette spielen. Also wenn ihr das wollt, zerstört den Like-Button und bei 5000 Likes spielen wir GTA 5 als die Skibidi-Toilette höchstpersönlich. Du musst die anderen Cameraman aktivieren. Einige von denen sind am Hangar am Flughafen. Wenn du sie aktivierst, schalten wir alle Cameramen in ganz Los Santos frei und wir werden den Kampf beginnen. Und wir werden alles dafür tun, dass wir diesen Kampf gewinnen werden. Kommt zu mir zurück, wenn der Kampf beginnt. Alles klar. Okay, Freunde, wir sollen jetzt als nächstes zu dem Flughafenhangar gehen. Dort befinden sich sehr viele von den Cameramen und die sollen in dem Kampf mitmachen. Okay, dann würde ich sagen, Leute, machen wir es auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich höre schon wieder dort ein paar Leute. Was geht? Hey, da ist das Skibidi-Toilette. Die hat den Cameraman angegriffen. Nein, was machst du? Skibidi-Toilette, du hast einfach den Cameraman. Nein, was macht ihr da? Stopp, hör auf damit, Skibidi-Toilette. Oh mein Gott. Leute, er hat ihn einfach erledigt. Nein, ich lasse dich nicht gehen. Oh mein Gott, Alter, er hat wieder diese Skibidi-Toilet-Musik auch gemacht. Habt ihr das gehört? Das gibt's nicht. Der Cameraman ist down. Aber egal, Leute. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir müssen schnellstmöglich zum Hangar gehen, zum Flughafen und die anderen Cameramänner einfach aktivieren. Oh mein Gott, das sind die nächsten, Leute. Weg hier. Weg, 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 weg. Auf jeden Fall zurück zum Flughafen, Leute. So schnell es geht. Wir müssen uns beeilen, Leute. Die Invasion ist im vollen Gange. Boah, Leute, das wird, glaube ich, heute einer der krassesten Kämpfe, die ihr in GTA 5 jemals gesehen habt. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, Leute. Es wird episch. Glaubt mir, das habt ihr heute noch nicht gesehen. Okay, wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Und Leute, seht ihr, wie leer die Straßen sind? Keiner traut sich mehr mit den Autos mittlerweile raus. Alle sind in den Häusern geblieben, oder die meisten zumindest, weil sie Angst vor dieser Skibidi-Toilette haben. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, wenn ich so eine Skibidi-Toilette auf den Straßen in meiner Stadt sehen würde, ich würde auch weglaufen. Okay, einmal hier rüber. Let's go. So, wo sind die Cameramen? Okay, irgendwo hier, Freunde, sollten die Cameramen sein. Aber ich sehe noch keinen. Im Hangar, meint er. Aber der Hangar ist leer. Oh mein Gott, da sind sie. Aber warte, sie sind deaktiviert. Man hört noch kein Geräusch von ihnen. Man hört definitiv kein Geräusch von diesen Cameramen. Also ich muss sie unbedingt aktivieren. Warte, wie kann ich das schaffen? Hier sind so ein paar Serverräume. Wie soll ich die aktivieren? Ich habe keine Ahnung, Leute. Hier sind so viele Knöpfe. Welchen soll ich drücken? Den roten, den schwarzen oder den weißen Knopf? Welchen soll ich drücken? Okay. Ich würde sagen, Leute, ich schalte hier einfach mal was um. Vielleicht drücke ich hier an den Knöpfen irgendwas. Okay, alles klar. Franklin drückt irgendwelche Knöpfe und funktioniert es? Oh, da steht's. Cameraman aktiviert. Oh, man hört die Musik, Leute. Man hört auf jeden Fall die Musik. Yes, okay. Alles klar. Alles klar, liebe Leute. Der Kampf beginnt. Wir sind die Cameraman. Wir werden alles gegen die Toiletten aufhalten. Gemeinsam werden wir den Kampf bis zum bitteren Ende führen. Wir werden die Skibidi-Toiletten aufhalten. Unsere Streitkräfte sind bereits auch in den anderen Gebieten aktiviert worden. Der Kampf beginnt. Danke, Mr. Clinton. Okay, let's go. Damit würde ich sagen, Freunde, beginnen wir den Kampf jetzt mit den ganzen Cameramen. Und wir streiten jetzt nach vorne und ab geht's, Leute, nach Los Santos. Aber die Sache ist die, ich habe keine Ahnung, wie sollen wir die aufhalten? Ich würde sagen, komm, wir probieren erstmal, Leute, in die Stadt zu gehen. Und mit den... Warte mal, das sind zwei Leute. Was wollt ihr denn auf einmal? Alles klar, Leute. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Rüstet euch aus und auf in den Kampf gegen die Skibidi Toilets. Okay, Freunde, der Kampf sollte jetzt mittlerweile richtig im Gange sein. Oh mein... Yo! Oh mein Gott. Okay, warte mal kurz. Sind das die Skibidi Toiletten? Yo, das sind hier auf jeden Fall sehr, sehr viele von den Skibidi Toiletten. Und ihr seht, die Cameramen greifen sie an. Let's go, Leute. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Oh mein Gott, sie haben richtig viele von ihnen besiegt. Yes. Ihr macht das richtig gut. Ich helfe euch. Ich helfe den Leuten im Kampf, Freunde.
Alter, das geht hier richtig ab gerade. Los, zerstört die Skibidi-Toilets. Na los, bam, die sind auch noch bewaffnet. Oh mein Gott, es sind so viele. Okay, Polizei ist auch noch da, die wollen mir auch helfen. Alles klar, Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Verteidigt mich um allen Preis. Let's go. Nächstes Skibidi-Toilette auch aufgehalten. Ich glaube, da, ich höre ein Geräusch. Da hinten höre ich ein Geräusch. Die versteckt sich vor mir. Nimm das, nimm das. Na los. Oh, sorry. Nimm das. Let's go. Okay. Wir haben die nächste Toilette besiegt. Oh mein Gott. Leute, das sind einfach zu viele. Seht ihr das? Die spawnen einfach neu. Die sind vor meinem Auge neu gespawnt. Yo. Okay, dicke Explosion hier. So. Weit. Der hat einen Raketenwerfer. Die Skibidi-Toilette hat einfach einen Raketenwerfer. What? Okay. Wir müssen den aufhalten. Wir müssen sie aufhalten. Oh mein Gott, es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Hey, könnt ihr bitte mal aufbauen? So, Leute, schaffen wir einen Trickshot. 3, 2, 1 und... Okay, das ist kein Trickshot, aber ich versuche dazwischen zu treffen. Na los. Nein, treffen ihn nicht. Nein, komm schon. Oh, yo, jemand hat ihn besiegt. Jemand hat ihn getroffen. Okay, vielleicht treffen wir ihn. Wow. Oh mein Gott, der wurde weggesprengt. Jetzt haben wir ihn getroffen. Er ist noch nicht ganz down. Er ist noch nicht ganz down. Bam. Na los. Nimm das. Yes. Oh mein Gott, es sind zwei weitere von denen auch noch gespawnt gleichzeitig. Zack. Und bam. Okay. So, nimm das. Nimm das, Leute. Ich glaube, Freunde, wir haben ein dickes Problem. Sie spawnen immer wieder neu. Ich kann sie nicht aufhalten. Sie spawnen einfach neu. Ich glaube, das ist ein sinnloser Kampf. Wie können wir den gewinnen? Es macht keinen Sinn. Leute, wir werden auch immer weniger... Oh, sorry, sorry, sorry. Das ist nicht mein, das war nicht meine Intention. Tut mir leid. Sorry. Sorry, Alter, aber wir haben ein dickes Problem. Wissen Sie das? Jo, wie Sie sehen können. Ich gebe die Toiletten spawnen einfach immer wieder neu. Die haben ein dickes Problem. Wir müssen herausfinden, wo sie herkommen. Achtung, Granate. Leute, lass uns lieber an einem sicheren Ort treffen. Treffen wir uns im Hangar. Ist da hinter mir eine Skibidi-Toilette? Alles klar. Warte, am Hangar? Welchen Hangar? Wo meinst du? Wo sollen wir uns treffen? Treffen wir uns bei Lester zu Hause, okay? Kennen Sie den Typen? Ja, Lester kenne ich. Warte mal. Woher kennst du Lester? Er hat uns erfunden. Aber egal. Wir haben keine Zeit. Auf geht's zu Lester. Sie sehen, hier ist gerade kein guter Zeit für Gespräche. Passen Sie auf, hinter Sie! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, wie episch ist dieser Kampf, bitte? Nimm das! Okay, Leute, ich würde sagen, wir müssen schnellstmöglich zu Lester. Ihr seht, da die, der Cameraman hilft uns. Okay, auf geht's, Freunde. Wir müssen zu Lester nach Hause. Aus irgendeinem Grund will er sich dort mit uns treffen. Auf dem Weg zerstöre ich einfach mal jede Skibidi-Toilette, die ich finden kann. Okay. Warte, ich höre Musik. Hey! Oh mein Gott! Nimm das! Okay. Leute, ich würde sagen, wir schnappen uns irgendein Gefährt und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Lester. Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ich bin bei Lester zu Hause und der Kampf geht sogar hier weiter. Alles klar. Wir gehen einfach rein. Lester, ich hoffe, du bist zu Hause. Lester! Lester! Hallo? Lester? Lester? Bist du da? Hey! Warte mal. Da ist der Cameraman. Lester, was machst du hier? Ich meine, Cameraman, was machst du hier? So, Mr. Clinton, wir haben leider nicht viel Zeit. Ich danke Ihnen für Ihren Dienst. Zusammen werden wir vielleicht eine Chance haben. Es ist aber ein sehr komplizierter Eingriff. Mr. Crest hat uns bereits den Plan gegeben. Ich bin nicht Lester Crest. Ich bin, Benjamin. Benjamin Blümchen. Ach ja, stimmt. Voll vergessen, dass er im Falle eines Kampfes seine Identität verbirgt. Also, der Plan lautet wie folgt. Die ganzen Skibidi-Toiletten werden rund um die gesamte Stadt gespawnt aus drei Generatoren. Wenn du es schaffst, diese zu identifizieren und zu zerstören, werden keine neuen Skibidi-Toiletten mehr spawnen. Da wir unsere Streitkräfte nur begrenzt haben und dieser Kampf vielleicht nur maximal 30 Minuten andauert, bis wir kapitulieren müssen, müssen sie so schnell wie möglich diese drei Generatoren zerstören. Ich habe gehört, einer von denen ist im Motel, ein anderer ist ich bin so nervös. Einer ist im Dach des FIB Towers, also da musst du mit dem Helikopter drauf. Und einer ist im Minenschacht. Bitte, Franklin. Ich kenne dich nicht, sorry. Ich will einfach nur diese Cameraman nicht haben. Toiletten meine ich. Wie Sie sehen, ist Mr. Crest, Mr. ohne Name, sehr traumatisiert von diesem Fall. Ich bitte Sie um diese Sache. Helfen Sie den Cameraman. Ohne Sie werden wir den Kampf nicht gewinnen. Alles klar, dann würde ich sagen, Freunde, legen wir direkt los. Also, eine ist im Minenschacht, eine ist auf dem Dach des FIB Towers und eine andere von diesen Toilettengeneratoren ist im alten Motel.
Okay, Leute, es werden immer mehr Freunde. Die Skibidi-Toiletten erleiden schon Verluste, aber unsere Cameramen, die können nicht respawnen. Es werden also immer weniger und ihr seht, Freunde, die Skibidi-Toiletten sind hier und da. Es liegen überall. Also Leute, wer jetzt eine Toilette kaufen will, schnackt jetzt zu. Für 5 Dollar kriegt ihr eine kostenlos. Warte, 5 Dollar kostenlos? Die könnt ihr alle geschenkt haben. Oh, da hinten ist eine. Oh, und der hat sogar ein Auto dabei. Hey, du steigst hier nicht in ein Auto ein. Okay, Kollege, nimm das. So, dankeschön für das Auto, mein Freund. Und er hat einen der Cameramen erwischt. Nein. Boah, Leute, guckt euch das an. Es ist hier der absolute Wahnsinn durchgedreht. Warte, ich brauche einen Helikopter. Wie soll ich denn auf das Dach des FIB-Gebäudes kommen? Ich glaube, ich kenne einen Ort. Oh, Leute, wenn ich Glück habe. Oh, mein Gott, da ist ein Cargo-Bob. Und dort landet gerade ein Helikopter. Perfektes Timing. Aber mit dem Cargo-Bob will ich am besten nicht dort landen. Ich versuche mal, den Piloten dort zu erwischen. So, let's go. Okay, der Helikopter ist jetzt meiner. Auf dem Dach des FIB-Gebäudes. Wie sind da bitte die Skibidi-Toiletten draufgekommen? Naja, machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg, Freunde. Let's go. Wo ist das FIB-Gebäude? Da ist es hinter diesem riesen Baustellenhaus. Da ist es, Leute, das FIB-Gebäude. Okay, hier müssen wir irgendwie in das Innere des Gebäudes reinkommen. Ich glaube, wir zerstören einfach das Glas. Okay, zack. Okay, wir sind drin, Leute. Wo finde ich die Skibidi-Toilette? Warte mal, da hinten hinter der Tür. Hört ihr das? Da ist die Skibidi-Musik. Oh mein Gott. Ich glaube, Leute, wir müssen uns ausrüsten. Hallo? Jo, ich sehe dort jemanden. Hallo? Okay, Leute, die Tür ist offen. Dann würde ich sagen, oh mein Gott, Alter. Jo, was willst du? Warte mal, was will ich eigentlich? Skibidi-Bap-Bap-Bap, du willst doch nicht etwa unser Generator zerstören, oder? Skibidi-Bap-Bap-Bap, komm auf unsere Seite. Und dafür bekommst du ein eigenes goldenes Skibidi-Toilette. Wir werden deinen Kopf in eine goldene Skibidi-Toilette stopfen und dann wirst du mächtiger denn je werden. Skibidi-Bap. Ich werde zu einer goldenen Toilette? Weißt du was? Das Angebot klingt eigentlich ziemlich nice, aber ich muss leider ablehnen. Okay, so, nimm das. Okay, Freunde, ich weiß nicht, ob er down ist. Ich glaube noch nicht. Oh, okay, alles klar. Aber ich würde sagen, Freunde, wir zerstören einfach mal diese goldenen Toiletten, denn die sorgen dafür, dass einfach unendlich viele Skibidi-Toiletten auf der Welt spawnen. Und ich glaube, das ist so eine Art Fabrik einfach. So, okay, Leute, wir laufen raus. Auf geht's, Zerstörung! Wow! Oh mein Gott, das hat die Tür einfach komplett rausgehauen. Let's go, Freunde. Damit würde ich sagen, haben wir den ersten von 3 Generatoren zerstört. Okay, Freunde. Wir sind jetzt beim letzten, beim Zweitort angekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie viele von denen sind denn da jetzt schon wieder? Weg mit euch. Alter. Ich hätte die hören sollen wegen dem Geräusch, Freunde. Mann, meine Reflexe sind echt blöd. Meine Reflexe sind echt langsam. Alter. Okay, alles klar. Wie viele haben wir hier noch? 2 Stück. Oh mein Gott, hört ihr das? Die greifen irgendwas an. Weißt du was? Ich gehe einfach in den Minenschacht. Oh mein Gott. Okay, komm. Die muss ich auch alle besiegen. Zack, zack, zack. Okay, Leute. Die 3 habe ich jetzt. Es hat sich ausgeskibidiert. So, dann einmal hier das Tor aufsprengen. Hat's geklappt? Yes. Tür ist offen, Leute. Rein da, rein da, rein da. Oh mein Gott. Habt ihr das gerade gehört? Da ist, glaube ich, noch eine Kreatur. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber irgendwo ist sie. Oh mein Gott. Ich glaube, Leute, ich bin hier nicht alleine. Ich bin mir safe nicht alleine. So, wir gucken mal. Wartet mal. Seht ihr das? Da sind noch mehr von denen. Wow, und jetzt sind die gerade Gold geworden. Oh mein Gott. Okay, Freunde. Da platzieren wir jetzt mal ordentlich. Weißt du, ich hatte eine Idee, aber das funktioniert nicht, weil es hier dunkel ist, wenn ich das mache. Wobei, wisst ihr was, Leute, komm. Ich probiere das einfach mal. Ich spring da mal drauf und Franklin, weißt du was? Machen wir mal einen. Okay, alles klar. Franklin macht erstmal großes Geschäft. Moment mal kurz. Spawnt das nicht noch mehr von denen? Oh oh. Ich glaube, wir haben. Oh mein Gott. Ich höre, es gibt mir die Dub-Musik. Nein, 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 nein. Und die ist richtig deep. Die ist richtig deep. Okay, Freunde. Wir müssen die sprengen. Jeder einzelne. Alles klar. Let's go. Okay. Musik hat aufgehört. Puh, Leute, gerade noch so Gefahr abgewendet. Jetzt schnellstmöglich, Leute, noch zum Hotel. Da ist die 3. Location. Und wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Aber da müssen wir, glaube ich, noch die restlichen Skibidi-Toiletten aufhalten. Okay, da wären wir jetzt angekommen, Freunde. Und der Kampf spitzt sich immer weiter zu. Wir haben immer noch die Skibidi-Toiletten. Und da sind noch ein paar Cameramen. Let's go. Kämpfen Sie weiter. Genau, Sie machen das gut. Sie machen das sehr, sehr gut, Mr. Cameraman. Ich glaube an Sie. Okay, wo ist das Motel? Da ist das Motel, Leute. Schnell zum Motel, Leute. Da ist der 3. Ort.
Oh mein Gott, es wird immer mehr. Guckt euch das mal an, die sind einfach in der Überzahl. Die sind in der Überzahl. Okay, wo ist der Generator? Wo ist der Generator? Es muss hier sein. Die verteidigen das hier sehr, sehr stark. Wir haben hier wirklich eine ganz große Mehrheit an der Stelle. Zack, okay. Irgendwo müsste die nächste Skibidi-Toilette sein. Wo ist denn die nächste Skibidi-Toilette? Wo ist der letzte Generator? Warte, ist das der? Warte mal. Ich glaube schon. Oh mein Gott, das ist ein Riesentoilettengenerator. Also hier kommen wirklich sehr, sehr viele raus. Alles klar. Das erfordert auf jeden Fall richtig viel Haftbomben, würde ich sagen. Das erfordert richtig viel Munition. Let's go. Skibidi-Toiletten, ihr könnt euch gleich verabschieden. Yes. Alles klar, Leute. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht, Leute. Wir springen rüber und let's go. Hoho. Okay. Alles klar, Freunde. Es sind dort noch einige. Oh mein Gott. Okay. Diesen Restbestand von denen müssen wir jetzt erledigen. Den Restbestand dieser Skibidi-Toiletten müssen wir jetzt besiegen. Boah, okay. Leute, ich glaube, wir haben fast alle. Wir haben fast alle. Wer ruft mich denn jetzt an? Unbekannte Nummer. Hallo? Geh mal ran. Hallo, Mr. Clinton. Treffen Sie mich am Flughafen. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Sie haben einen guten Job erledigt. Beeilen Sie sich. Okay, woher hat der Cameraman meine Nummer? Ah ja, stimmt. Das ist ja eine von Lesters Programmierungs-Dings-Produkt. Oh Mann, ey. Schaut euch mal, Leute, diese mutigen Cameraman an. Die versuchen, die ganze Stadt zu retten. Aber es sieht gut aus, Leute. Wir haben die Cameraman auf unserer Seite und die Skibidi-Toiletten sind fast besiegt. Wir haben die Generatoren zerstört. Es spawnen gerade keine neuen, glaube ich. Oh, da ist er, Leute. So, alles klar, Mister. Was ist jetzt als nächstes dran? Haben wir gewonnen? Leider noch nicht. Es sieht so aus, als würden irgendwo noch sich größere Skibidi-Toiletten rumtummeln. Aber zumindest können sie keine Verstärkung mehr rufen. Jetzt gibt es nur noch die restlichen. Moment, woher kommt diese Musik? Hören Sie das? Ja, ich höre diese Musik. Das ist sehr, sehr laute Skibidi-Toilette-Musik, aber sie ist sehr tief. Warte mal. Oh mein Gott, hinter Ihnen! Drehen Sie sich um, Franklin! Was meinst du? Das ist so... Oh mein Gott, warte mal, der ist größer als sonst. Der ist größer als die anderen. Ja, Skibidi-Dok, ihr habt meinen ganzen Generator zerstört. Wartet nur, bis der Oberboss davon mitbekommt. In der Zwischenzeit möchte ich es mit dir aufnehmen. Glaubst du etwa, ich komme alleine her? Ich habe immer Verstärkung dabei. Meine anderen beiden Kollegen werden dich besiegen mit mir. Ja, 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 was auch immer. Ihr habt doch hier keine Chance gegen mich. Skibidi-Dop-Dop-Dop. Oh mein Gott, der Kampf geht los, Leute! 3 Cameraman gegen die Skibidi-Toilette und die hat Laser. Die kann fliegen, genau wie in der YouTube-Serie. Oh mein Gott. Okay, Leute. Besiegt sie. Alles klar, Leute. Da haben wir 2 Skibidi-Toiletten, 3 Cameraman gegen die eine Toilette. Ey, Leute, der hat doch keine Chance, oder? Der hat doch eigentlich keine Chance. Man muss ihn besiegen können. Na los. Yes, haut drauf. Let's go. Zerstört die Skibidi-Toilette. Yo. Der ist eingefroren. Der ist eingefroren. Okay, aber er verteidigt sich, Leute. Er verteidigt sich gut. Sie schmeißen jetzt dahin, Leute. Und er fliegt da hoch. Okay, ich krieg hier gar nicht mit, was gerade abgeht, Freunde. Aber der ultimative Kampf geht gerade los. Die große Skibidi-Toilette wird jetzt gerade von den 3 Cameramen komplett auseinandergenommen. Und ich glaube, er wird das nicht lange überleben. Die haben ganz gut Angriff-Cancel-Attacke gemacht. Er wollte gerade die Ulti aktivieren. Und das ist der Sieg. Yes. Let's go! Yes! Nimm das, Skibidi-Toilette! Ich wusste, dass wir den Kampf gewinnen. Locker, easy! Das ist ein sehr guter Sieg für uns. Aber wartet mal, hat er nicht irgendetwas von einem Oberboss gesagt? Ja, stimmt. Er hat von einem Oberboss geredet. Wisst ihr vielleicht, was er damit meinte? Oh mein Gott, was ist das gerade für eine Musik? Leute, hört ihr das Gleiche auch, was ich hören kann? Oh mein Gott! Was? Was? So, ich habe gehört, hier gibt es einige Störenfriede, die versuchen, unsere Invasion zu beenden. Ihr habt sehr, sehr viel Ärger verursacht, dass ich sogar als Oberboss eintreten muss. Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Naja, gut. Dann kümmere ich mich eben als Boss persönlich um meine Angelegenheiten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Wow!
Oh mein Gott, Leute, das ist jetzt kreiseskrank. Lasst auf ein Like da und smash den Abo-Button, damit ihr auf jeden Fall den nächsten Part haben wollt. Oh mein Gott, es gibt jetzt gerade die riesen Skibidi-Toilette und ihr kann Laser aus dem Mund rausschießen. Alter, ich komme gerade absolut nicht mehr drauf klar, was für eine Stärke der hat. Wie viele von meinen Leuten haben wir noch? Nein, der erste Cameraman ist down. Der erste ist down. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Was ist mit dem zweiten? Steh auf. Na los, Kollege, steh auf. Bitte, nein. Nein, den zweiten hat's auch erwischt. Und den dritten auch. Was? What? Nein, der dritte ist dort. Der dritte ist dort. Oh mein Gott. Er kann einfach eine riesen Atomexplosion machen. Leute, das bedeutet, wir haben ein dickes Problem. Wir haben ein dickes Problem. Oh mein Gott, sie sind alle besiegt. Leute, die Cameramen sind besiegt. Meine Güte, die waren ja so leicht, dass diese drei kleinen Cameramen wirklich für so viel Ärger in der Stadt sorgen, hätte ich nicht gedacht. Also, da du ein Verräter bist und uns nicht beitreten wolltest, muss ich mich um dich kümmern. Nicht so schnell! Wir drei haben auch was davon mitbekommen und wollen uns dem anschließen. Was seid ihr denn auf einmal geworden? Camera Siren Heads? Okay, das ist wirklich kreativ. Okay, dann werde ich ihn euch auch zerstören. Okay, Leute. Oh mein Gott, da ist der Angriff von der Skibidi-Gigatoilette. Wow. Okay, alles klar. Kriegt ihr mich verteidigt? Leute, ihr müsst mir helfen. Ihr müsst mir schon helfen. Ich glaube, Leute, er wird angegriffen. Yo, yo, jetzt kommt sie auf. Yo, die können auch Laser. Die können auch Laser, Leute. Die Siren Head Cameraman machen dem richtig Feuer unter der Toilette. Boah, Alter, der kommt kaum mehr zum Angriff. Der wird komplett auseinandergenommen. What? Okay, alles klar. Wie viel wird er noch aushalten, Freunde? Wie lange hält er das noch aus? Die Camera Sirens gehen komplett ab gerade. Jeder einzelne von denen. Zack, hier eine Attacke. Oh mein Gott. Also das sah gerade gruselig aus. Können wir uns kurz im Replay ansehen, wie sein Kopf sich gerade gedreht hat? Das sah richtig creepy aus. Let's go. Was? Oh mein Gott. Was? Ihr habt ihn besiegt? Oh mein Gott. Leute, ich glaube, damit ist der Kampf entschieden. Die Cameraman haben den Kampf gewonnen. Leute, auf welcher Seite wart ihr? Schreibt es in die Kommentare. Sollen wir das nächste Mal das Ganze aus der Sicht von der Skibidi-Toilette spielen? Dann zerstört den Like-Button. Abonniert den Kanal, falls es euch gefallen hat. Dann wisst ihr, kommentiert auch gerne mit Part 3 in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.